Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Projekt. Ich habe ein Spiel aus meiner Kindheit mal wieder gefunden. Balance heißt es. Und ja, ich habe es als Kind sehr gerne gespielt und Call of Duty 2 kann ich gerade nicht aufnehmen, weil meine Maus kaputt gegangen ist. Dummerweise. Und ich würde sagen, ja, wir starten das mal. Die Einführung in das Spiel, lalala, mit Escape können die Spieler verlassen. Mit Q. Egal. So, drehende Ansicht. Uhu. Ja, weiter. Ja. Und ja. Ja, und ich habe was Cooles gefunden. Das Spiel ist nämlich ziemlich alt und da habe ich mal ebenso gesehen, dass man die Texturoption komplett verändern kann. So hier alles Mögliche durcheinander schmeißen kann. Und sich mal gerade eben gemacht. Oh, extra Leben, okay. Das ich mal eben gemacht habe. Ich habe jetzt zum Beispiel das Aussehen des Balls verändert. Oder das Extra-Leben, was da drin ist, was man da sieht. Ah ja, und das Steinmaterial da unten habe ich auch verändert. Sieht das alles etwas schöner aus. Ja. Und den Weg müssen wir jetzt wieder nochmal fahren, weil wir mit der Steinkugel hier nicht hochkommen, denn ja, die Steinkugel ist zu schwer, die Holzkugel geht so. Das hier sind Papierkugeln. Und ich habe ein paar Extra-Leben eingesammelt. Naja. Ja, wie gesagt, das Spiel stammt, ich glaube, 2001 ist das rausgekommen. Kann auch keine HD-Auflösung, deshalb. Ja, Checkpoints. Und deshalb spiele ich das jetzt in so einer komischen Auflösung. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, ich kann jetzt nicht in HD aufnehmen, sondern in so einer komischen Pseudo-Auflösung. Ich muss mal gucken, wie ich das nachher dann mache. Wahrscheinlich schneide ich dann so ein Stück raus und lasse das als HD-Ready laufen. Nein! Okay. Ich sollte keine Dummheiten machen. Naja, mal gucken. Ich das machen werde. Und ich kann mich noch aus meiner Kindheit erinnern, dass das Spiel am Ende sauschwer wurde. Also ich glaube nicht, dass ich das bis zum Ende durchspielen werde. Weil es wahrscheinlich dann erstens langweilig wird. Und zweitens, ich zig Anläufe brauche und mich dann wahrscheinlich riesig darüber aufregen werde. Und andere das vielleicht besser hinbekommen als ich. Also erwartet nicht so viel davon.
habt ihr ihr... Scheiß Kugeln. Ja, jetzt muss ich hinter dir herlaufen. Und da kommt es schon. Ich fürchte... Da muss ich nochmal zurück. Und... Ah, ich kann nicht mehr zurück. Das ist doch bescheuert. Nee. Cool. Ja, jetzt kommt es, dass man die Anleitung nicht gelesen hat. Dumm gelaufen, wie lange geht das noch? Okay. Dann versuche ich jetzt einfach mal. Hey. Was ist jetzt passiert? Irgendwie scheint meine Tastatur Macken zu machen. Ah, jetzt geht's. Gut. Ja, jetzt muss ich hier mit diesen Zielen. Die Teile wegräumen, damit ich da überhaupt durchkomme. Und ich stelle mich immer genau falsch rum, aber... das ist ja... wie immer. Wenn ihr mich seht oder... vielleicht auch zum ersten Mal. Kann gut sein, denn... ich glaube, ich werde bis dahin nur ein Let's Play veröffentlichen und das ist Call of Duty 2. Wenn ich das überhaupt veröffentliche. Wenn ich das hier überhaupt veröffentliche. Also mal gucken, was daraus wird. So, ihr holt mich nicht ein. Ihr seid zu langsam für mich. Ihr beiden zumindest noch. Okay, vielleicht auch nicht mehr. Boah. Ja. Fingerspitzengefühl war noch nie so meine Spezialität. Aber ich hab's geschafft. Wuhu. Na, würde ich sagen, auf Wiedersehen. Oder? Ne, noch nicht. Wir gucken uns erst noch die Punkte an. Tausend Punkte extra leben. Ja, das ist doch was. Wir heißen natürlich Name. Ne. Wir nennen uns, der doof. Ha. Ich bin fast bei Default, Mr. Default, vorbeigekommen und heiße jetzt der doof. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.